Dieses Jahr erscheint das Christkind etwas früher für Nintendo Wii-Besitzer, hat es doch den Titel New Super Mario Bros. Wii dabei. Was der Titel von Nintendo alles kann und was er verspricht, sehen wir uns jetzt an. Nachdem Mario im letzten Teil sich im Weltall vergnügt hat und allerhand Planeten unsicher gemacht hat, wurde es mal wieder Zeit für ein richtig klassisches Jump'n'Run-Spiel mit dem Klempner, indem er einfach von links nach rechts, von unten nach oben, in luftigen Höhen, in tiefen Gewölben oder in Schlössern sein Unwesen treibt und versucht Peach zu retten. So auch in dem neuesten Teil hier. Dabei helfen ihm wie immer diverse Power-Ups von altbekannten Superpilz oder der Feuerblume bis hin zu neuen Power-Ups und Suits wie dem Propelleranzug oder der Eisblume oder dem Pinguinanzug. Mario hat eigentlich immer das Passende zum Anziehen dabei, für jede Gelegenheit. Wer jetzt aber hofft, diverse Kostüme oder Power-Ups aus Mario Bros. 3 für den NES wiederzufinden, wird hier leider enttäuscht. Aber zum Glück hat es ja der Superstern gepackt, der nicht fehlen darf, da Mario damit unbesiegbar wird. Nintendo hat sich bei dem Spiel auch altbekannte Elemente bedient, so zum Beispiel den Geisterhäusern aus Super Mario World für das SNES, in denen euch Boohoos an den Kragen wollen. Aber auch durchaus neue Geister sind dem Ektoplasma entstiegen und wollen euch den Garaus machen. Fans von Piranhas und Röhren, wozu ich mich selber zähle, werden sich wieder über den Auftritt der Pflänzchen freuen, muss doch Mario in diversen Levels die Rohre von dem Unkraut wieder befreien. Und als wenn das nicht genug wäre, war Bowser in der Zwischenzeit scheinbar in Holland, da sich in dem Spiel diverseste an Arten von Piranhas rumtreiben und euch traktieren wollen. Auch die in Mario Bros. 3 eingeführten Mini-Levels sind wieder vorhanden, indem sich euch diverse Schergen von Bowser entgegenwerfen. Allerdings was schade ist, dass ihr dort nur noch Superpilze bekommt als Items und nicht wie früher zufällig ausgewählte. Dafür aber könnt ihr euch in einem der Memory-Spiele, oder nicht Memory-Spiele, eher Zufallsspiele von Toad, ja, verdingen und versuchen euer Glück zu machen, indem ihr halt verschiedene Tafeln aufdeckt und ihr das so lange machen könnt, bis ihr nicht zweimal Bowser oder zweimal Bowser Jr. aufgedeckt habt. Dann ist das Spiel vorbei. Die so gewonnenen Items könnt ihr auch gleich einsetzen in der Oberwelt, um euch besser zu wappnen gegen Bowser und seine Schergen. Da auch New Super Mario Bros. Wii nicht ganz ohne Story auskommen kann, wurde Prinzessin Peach kurzerhand von Bowser Jr. und den Koopalingen entführt. Aber ihr könnt euch ja alle denken, dass Bowser Jr. kein Interesse an Prinzessin Peach hat, sondern eigentlich nur im Auftrag von Bowser arbeitet. Die Nintendo Wii wird ganz klar als Familien- und Spaßkonsole vermarktet und so ist es nicht verwunderlich, dass New Super Mario Bros. Wii über einen Multiplayer verfügt, der allerdings nur lokal zu spielen ist, dafür aber mit 4 Spielern gleichzeitig. Ihr übernimmt dabei die Rolle von Mario, Luigi und 2 sehr generischen Toads, was ein bisschen schade ist, da das Mario-Universum doch groß genug ist, um einen der zahlreichen Charaktere verwenden zu können. Leider hat sich Nintendo nicht getraut, den einzelnen Charakteren unterschiedliche Fähigkeiten zu geben, soll ja jeder gleichberechtigt sein. Nichtsdestotrotz steigert der Multiplayer den Spielspaß ums Exponentielle, quasi ins Unermessliche. Es macht einen Riesenspaß, den Titel zu dritt oder zu zweit oder zu viert zu zocken, da man ja sowohl kooperativ als auch gegeneinander spielen kann. Insgesamt wird das Spiel dadurch etwas hektischer und chaotischer, aber anders als die allgemeine Meinung wird das Spiel nicht schwieriger dadurch, sondern eher leichter.
da man das Level nicht gleich verliert, wenn einer der Gruppe tot ist, sondern erst, wenn die komplette Gruppe, ja, ihr Leben verloren hat oder sich in einer dieser eben gesehenen Blasen befindet. Man kann sich auch extra an diese Blasen verstecken, um, wenn ein Levelabschnitt einem der Mitspieler zu schwierig ist, sich, ja, von den anderen Spielern mitziehen zu lassen, denn in die Blase kann man nur wieder raus, wenn ein anderer Spieler einen rausholt. Sollten allerdings alle gleichzeitig in diese Blase sein, ist auch dieses Mal das Level verloren. Ihr könnt neu anfangen. Was der eine oder andere vielleicht noch nicht gewusst habt, ihr könnt das Spiel nicht nur mit der klassischen Wiimote waagrecht gehalten spielen, sondern auch mit dem Nunchuck und der Wiimote. Ist aber links nicht zu empfehlen. Ihr habt im Vorfeld zum Spiel vielleicht von dem Demo-Play gehört. Das ist der Modus, der sich einstellt, wenn ihr insgesamt 8-mal sterben solltet, in vielleicht einem der späteren Levels, warum auch immer. Dann taucht dieser grüne Block auf und ihr könnt wahlweise den Superassistenten einstellen, in der Luigi die Führung übernimmt und sehr akribisch und ja, nach deutscher DIN-Norm das Spiel durchspielt und echt alles mitnimmt und ihr zu, ja, gewünschter Stelle einfach durch Drücken der Plus-Taste wieder selber das Spiel übernehmen könnt. Solltet ihr das Level dann alleine schaffen, werden allerdings die Sternmünzen, die ihr bis dato dann eingesammelt habt, nicht für euch gewertet und es ist angeraten, das Level dann doch nochmal alleine durchzuspielen. Überhaupt lohnt sich das Sammeln der Sternmünzen, da ihr im Heimatschloss bei Prinzessin Peach oder wo sie gerade außer Haus ist, euch diverse Bonusfilme angucken könnt, in dem euch gezeigt wird, wie ihr Levels packen könnt oder geheime Bereiche erreichen könnt, sowie allerhand andere Tricks und Tipps. Und sie sind zurück, die Luftschiffe aus dem dritten Teil vom NES. Wir haben sie geliebt, wir haben sie gehasst. Sie waren unser Dorn im Auge, sie waren unser Highlight des Spiels. Sie waren immer schön knackig. Sie sind sie jetzt immer noch, allerdings nicht vergleichbar mit dem auf dem NES. Da hat man doch schon öfters das Leben verloren als hier. Ein weiteres Comeback feiert Yoshi aus Super Mario World. In diesem Teil spielt er aber eigentlich eher eine Nebenrolle und ist nicht mehr Hauptbestandteil des Spiels, wie auf dem SNES. Dafür aber wird in den Levels doch schon etwas die, sagen wir nicht Hardware-Power, aber die technischen Möglichkeiten der Wii ausgenutzt, so dass zum Beispiel auch so Levels, in dem alles dunkel ist oder nur bestimmte Teile, Bereiche des Spiels erhellt werden, was auf dem SNES oder anderen Konsolen nicht unbedingt so leicht wie möglich wäre. In New Super Mario Bros. Wii sollten die Leben eigentlich nie zu knapp sein. So könnt ihr doch durch einfache Tricks euch unbegrenzt Leben holen. Und das Schöne ist, wenn ihr 99 Leben erreicht habt, zieht Mario und Luigi für das nächste Level die Mütze ab. Was ganz schick ist, dann sieht man mal seine tolle Frisur. Yoshi verabschiedet sich und damit wird es langsam Zeit für ein Fazit. New Super Mario Bros. Ist ein exzellentes Jump'n'Run der alten Schule. Leider hat sich Nintendo nicht getraut, allzu viele Neuerungen einzubringen. Natürlich sind die neuen Anzüge, der Pinguin-Anzug und der Propelleranzug und die Eisblume eine nette Ergänzung. Aber es fehlt insgesamt so das Alleinstellungsmerkmal. Natürlich ist der Multiplayer da, dem ich jedem ans Herz legen kann, ladet euch 3 bis 4 Spieler ein. Ihr könnt auf kooperativ das Spiel durchspielen oder im kleineren Einzellevels um die Wette Münzen sammeln. Aber leider fehlt dem Spiel eine Hauptthematik, um die Levels herum gestrickt sind. Nichtsdestotrotz ist New Super Mario Bros. Wii ein Pflichtkauf für jeden Nintendo Wii-Besitzer. Das war Madcow mit dem Review zu New Super Mario Bros. Wii und wir sehen uns nächstes bald wieder.